So, wir haben tatsächlich die Restarts. Endlich live hier im Spiel, im Halbfinale, im Quatsch, im Finale wird es wohl gegen Nip auf das 2. Und gleich entscheidet sich, wer hier auf welcher Seite anfängt. Schönes Geschnetzel wird es, scheint echt relativ knife-stark zu sein. 1-on-1. Ah, sorry. Gerade die Teams vertauscht. Und Nip will hier Terror anfangen, aber wie wir gerade gesehen haben, gegen ESC Virtus schon eine sehr starke CT-Leistung abgeliefert. Stimmt auch oben alles soweit. Und wir gehen rein in das Spiel Nip gegen Virtus Pro. So, Exist Instant Todesgang gerannt. Versucht da kurz was zu faken, aber weil der Bego ist jetzt schon drauf. Oh, kassiert instant den Headshot. Die Nate könnte ganz gut sitzen. Ah, geht so an Friedberg. Aber wie eingenommen, der Retake wird halt extrem schwer und vor allen Dingen die Gammelpose von Exist. Jetzt über CT Base, aber er braucht da nicht mal was machen wahrscheinlich. Okay, gut aufgepasst. 3 gegen 3. Das ist ja noch super weit weg. Zeit läuft dir natürlich jetzt auch davon. Kura hat das Kit, das müssen sie auf jeden Fall gleich picken. Nochmal Headshot. Dosia kann auch nichts mehr machen. Die Pistol geht hier leider, muss man fast sagen, an Nip. Schlechter Start, aber vorhin Virtus auch die CT-Pistol verloren. Dann richtig gut rangekämpft und das Spiel am Ende sogar noch relativ hoch gewonnen. Also, keine Probleme. Virtus got this. So, was die dritte Map ist, weiß ich auf jeden Fall nicht. Und das ist, ist ja eine Art Best of Three. Nip führt mit der ersten Map, führt schon mit einer Map, da sie einfach aus dem Upper Bracket kommen. Virtus muss somit zwei Maps gewinnen, um hier siegreich zu sein. Sehr, sehr starke Eco bisher schon. Oh, schöne Pusi von Adrian, leider geht der Nip nicht hin. Gehen lang. Adrian auch eine gute Weltreise gemacht. Mal schauen, ob sie. Sie werden das alles checken. Wenn er direkt Headshot gibt. Exist Contacted davor. Wird gesehen. Boah, nice. Schöner Shot. Oh, und beide sind low. Was ist das für eine kranke Pistol? Schon wieder eine kranke Eco-Runde. 30 Sekunden noch. Kuche hier mit den meisten HP und das mit 27. Das muss man auch erstmal schaffen in der Runde. Oh, wenn er ihm jetzt nochmal flasht. Nein, er kriegt direkt einen Shot. Boah, aber Adrian teilt aus. 1-on-1. Gadget zwar mit dem Waffenvorteil. Aber die Zeit spricht hier für Adrian. Und Gadget macht's unglaublich stark, der Junge. Aber warum Adrian dich noch wartet? Mein Gadget muss doch legen. Das war nicht perfekt gespielt dann. Trotzdem eine sehr, sehr starke Runde von den Russen. Machen hier Nip fast mit Pistols kaputt. Oder haben sie ja schon sogar. So, schöner Schlitz bei Kura. Oh, eingesehen. Shots. Oh, sie stacken da auch wieder. Wieder eine sehr gute Eco. Oh, wenn jetzt sogar noch einen macht. Boah! Hast unglaublich stark wie Adrian. Das auch gesehen. Also wenn Virtus so weitermacht, wie sie in den Pistols, in den Ecos anfangen. Dann wären das richtig geile Waffenrunden. Schon wieder ein Hit. Alter. Nächste Runde und hier holt Nip nur. Gewinnt Nip nur mit zwei Leuten. Und
haben dementsprechend auch gar nicht so viel Geld. Zumindest Forest, Exist. Auch Freeberg hat nicht viel. Wir planen direkt mit Aave. Fox ebenso. Am A. Faked dort mit Decoy Mitte die Aave an. Und das ist auch relativ gut. Wobei, ich glaube, der rote Punkt wird immer noch angezeigt. Von daher ist es eigentlich doch nicht so geil. Wenn der nicht angezeigt werden wird auf dem Radar, wäre es ein geiler Fake. Auch wenn es schon obvious ist, weil so eine Aave schießt dann niemals so oft durch Smoke. Netter Move da am Anfang von Dacia. Schade, dass sich Freeberg nicht weiter vorgetraut hat. Ansonsten Virtus komplett defensiv. Gehen jetzt aber Dacia an. Angel hilft ihm. Dacia einen, Angel auch noch einen. Guckt in die Luft, um die Flash zu dodgen. Schade, kein Headshot. Adrian ist aber da. Überzahl für VP. Sehr, sehr viel HP haben sie auch noch. Er flecht sich da weg. Sehr gut, kann jetzt... Ja, hätte vielleicht sogar auf Spot noch schieben können. Die Zeit hätte auf jeden Fall gehabt. Oh gut, da ist Fox. Jetzt einfach nicht, dass du er gegen, gegen Fiflan verlieren. Nice. Und der zweite an der Wand. Oh, der macht Fox auch. Schöne Runde von den Russen. Sehr gute Shots am Ende von Fox. Aber auch gut gehalten. Lang da Dossier eingemacht, Angel eingemacht, Adrian super geschoben. Sehr gut gemacht. Sehr gut gespielt. So kann es doch bitte weitergehen. Oh, nimm direkt einen anderen Aufbau hier bei B. Oh, ein Angel kriegt den Cutter-Strike unten. Und ich sage ich ja, also, sie haben direkt Eco. Das ist schon. Das passiert nicht so häufig, dass du als Terror-Pistol gewinnst, drei Runden machst und dann direkt Eco einlegen musst. Das ist natürlich eine Folge einfach aus den unglaublich effektiven Sparrunden von Virtus, dass sie da immer so viele Waffen geholt haben. Und das trägt hier gerade Früchte. Er duckte sogar rein. Also muss ich sagen, Fox gefällt mir als AWP heute am allerbesten. Auch wenn ich die Markelov-Ala am Anfang heute Morgen nicht so schlecht fand, aber jetzt über das gesamte Turnier verteilt, ist einfach Fox unglaublich stark. Sie spielt ein hervorragendes Turnier an seiner Hauptwaffe. Außerhalb, Adrian Mitte und Kucher oder Kutscher am B. Was wird ein zügiger B-Split? Mal eine Minute. Gute Smoke. Oh, Angel hilft Mitte, der ist junges immer dort zur richtigen Stelle. Oh, und einer schon rausgesmooft. Oh, am Tor schon. Und beide machen die Frags. Nice. Oh. Wie konnte Exist den da nicht machen? Fox einfach die Monsterschelle. Und genau in solchen Situationen zeigt sich, wie wahnsinnig aimstark die Russen sind. Und Fox, ey. Krasse AWP-Shots und krasse Headshot da mit der Pistole. Wird es gleich aus. Drei beide. Und Navi... Nip. Muss echt nochmal sparen. Also es ist gerade ein ähnlicher Spielverlauf zu dem von ASC vorhin. Oh. Noch geregelt von Fox. Wichtige Grants.
Kassierer da Smoke an der Kante kassiert. Alter. Die drücken einfach nur krass um. Schön auch durch die Smoke gelackt. Und Angel lässt sich das nicht länger gefallen. 4 zu 3 wird es, holt sich die Führung sofort zurück. Aber wieder bei Fiflan. Keine Hits bisher ausgeteilt. Und wird das Spiel wieder in aggressiven Push. Macht das nicht so gut. Machen das überhaupt nicht gut. Nur sie haben die Bombe. Das ist quasi schon Win, wenn sie jetzt nicht unnötig reindatteln. Lucia darf, muss da eigentlich noch ein bisschen warten, noch auf Ansage warten. Fox macht den Kurzspieler. Exist wird da natürlich irgendwie was wieder rausholen. Mitte rastet Friberg auf einmal wieder aus. Der vorhin gegen wen war das? War es auch gegen Virtus? Ja, da war er auf jeden Fall der MVP des Spiels. So auf die First Tracks gesetzt in der Banane. Das war echt Wahnsinn. Aber Virtus, ist das hier scheißegal. Ihr habt das Push einfach so effektiv, so stark. Wundert mich, dass Nip dagegen so schlecht aussieht. Aber Nip wäre nicht Nip, wenn sie von sowas nicht zurückkommen könnten. Lang wird wieder gedoppelt. Und jetzt so ein Kurz-Go, den auch Virtus im Repertoire hat. Oh, und Fox überlebt das mit einem HP. Vielleicht ein bisschen lucky dafür. Virtus. Vor allem, wenn er dann noch einen Frag ziehen kann. Alle jetzt schon geschoben. Was ist alle? Einer ist noch, natürlich noch im B. Auch hin. Aber das dauert relativ lange und es ist leise. Also eigentlich könnte man das schon fast wissen. Das Problem ist, Fox mit einem HP kann da nie im Leben Mitte wirklich safe durchkommen und deswegen nur Kura jetzt. Schauen, ob sie hinzielen. Ob sie das Eck checken. Oh, er hat gutes Timing. Er wurde noch nicht gesehen. Oh, und jetzt checkt einer das Eck. Direkt Headshot. Macht er einen. Und Adrian doch schon am Tor da. Macht auch einen. Wieder die Überzahl. Aber halt die Überzahl mit dem 1 HP Fox. Boah. Wie gut das war. Oder? Moment. War da einer Katas noch? Ich glaube, er hat wirklich Katas ange... Boah. So gut. Die Kommunikation einfach auch. Oder dass er das bemerkt hat. Da waren das Angel wahrscheinlich. Das Katas gekämpft wird, er weiß genau, die Bombe wird gelegt, der Mate deckt ihn gerade nicht, tötet die Bombe, dreht sich um, macht den anderen Katas. Sehr schön. Angel auch einer der... Also eigentlich sind sie alle krass, aber manchmal machen sie so... Haben sie also so geniale Momente. Und denken könnte, dass sie die krassesten heute sind, aber dann kommt wieder ein anderes Teammitglied, was wieder eben so eine krasse Aktion bringt. Also das ist echt heute... Fließbandarbeit an krassen Aktionen. So, wieder Unterzahl für Nip. Boah, nett mit der... Boah, das ist so bewusst, glaube ich. Da mit der Waffe kurz rumzugehen. Einfach nur so sich kurz zu zeigen, um wirklich den Schuss rauszulocken. In N6 hat man da ein paar andere Moves gesehen. Und hier aber auch möglich. Mit der Waffe einfach. Boah! Und Fox hittet einfach jeden Schuss. Forest allein. Ist angesagt. Und der kassiert von Cooper. 7 zu 3 die Führung für Virtus Pro. Ohne Pistol. Wenn das nicht mal eine Ansage ist, dann weiß ich auch nicht. Und die Russen vor Ort, die gehen wahrscheinlich richtig ab. Kann ich mir vorstellen. Also für alle, die des Russischen mächtig sind, kann ich wahrscheinlich nur, kann ich nur empfehlen, da den Virtus Pro Stream anzumachen. Dann kommt man wirklich
wahrscheinlich die Stimmung vor Ort mit. So, Tower, aber Nip nimmt Mitte gut ein. Einmal die Flash von Mitte oben, damit die Cutters unten rumziehen können. Fox auch einen Molly. Zu erkennen am gelben Granatensymbol. Boah, sie nehmen Cutters ein. Also Virtus Pro agiert hier wirklich so viel und es gefällt mir richtig gut. Auch Angel, dass er da Mitte wieder drin war, ist einfach so klug alles. Aber diesmal setzt Nip die Frags, vor allen Dingen ist Exist ausgerastet. Jetzt ausnahmsweise mal wieder eine Überzahl für Nip. Mal schauen, ob Fox einen durchs Tor machen kann. Er schießt einmal. Ne, hat nicht gehittet. Wie viel Geld haben sie? Viel Geld. Trotzdem, jeder Waffensave, finde ich, ist immer wichtig. Also nicht immer, aber in so einer Situation, auch wenn man sagen könnte, ja, wir haben ja eh Geld, finde ich es trotzdem wichtiger, weil sich das meistens in einer späteren Spielsituation nochmal auszahlt. Oder auszahlen kann. So, die Frage, ob Nip die erste Map geholt hat. Theoretisch ja, praktisch gab es nie eine erste Map, da es ein Double Elimination Turniersystem ist und das Overall Finale. Da muss das Team aus dem Lower Bracket einfach zwei Maps gewinnen hintereinander. Und das kann man quasi so beschreiben wie ein Best of Three, wo das Team aus dem Upper Bracket schon die erste Map gewonnen hat. Das System ist nicht schlecht, das ist einfach so. Wird heutzutage nicht mehr oft verwendet, aber hat natürlich auch seine Reize, weil einfach jede Map auch entscheidend ist. Kann man sehen, wie man will. Früher war Double Elimination der Standard. Ist halt mal wieder was anderes. Und ich finde es auch gar nicht so schlecht, denn immer die Best of Threes zu haben, sondern immer nur ein Geld nach dem anderen, immer andere Gegner. Das macht das Ganze auch ein bisschen interessanter. Vor allem sieht man die Maps nicht so häufig. Vor allem bei einem 5-mappigen Map-Pool, auch eine gute Zusammensetzung, da sieht man einfach jede Map 5000 Mal. Und solange der Map-Pool nicht größer wird, werden die Best of Threes auch einfach immer map-technisch sich sehr ähneln. So, Nip setzt wieder zum B-Split an. Kura schon richtig gute Hits. Dosia konnte da scheinbar lang einfach. Ne, konnte bitte mithelfen. So, und B ist raus. Wenn Adrian das jetzt lange überlebt. Und Angel Mitte oben. Also, Angel ist überall. Und zwar in dem Sinne, überall da, wo Nip steht. Und meistens sogar so gut, dass er auch immer den Frag zieht. So, einzige Chance für Nip, hier noch auf Frag zu gehen. Getwert sucht das richtige Timing und findet's auch. Aber der zweite Frag sitzt nicht. Vielleicht noch zu viel gebratzt. Forrest im Noob-Eck. Posi ist bekannt. Schöner Shot. Och, und Forrest macht's. Forrest macht das 1-on-3. Unglaublich starke Aktion von ihm. Erinnert mich gerade an Markelovs Spray vorhin. Auch wenn die Shots hier besser gamed waren und dann am Ende die Bratzungsaktion erfolgreich für ihn. Oh, Mann. Virtus hätte hier schon die Halbzeit sicher gehabt. 18-4 hätte es gestanden. Hätte es stehen müssen. Wieder so eine verschenkte Aktion, so eine verschenkte Runde. Auch wenn die vom Grad her nicht an die rankommt von dem vorherigen Match auf Inferno. Empfehle ich wirklich auch allen das VOD. Köstlich. Was Virtus da teilweise abgegeben hat. So, Mitte gerade. Frax, Refrax on Mars. Angel wieder aktiv. Pusht Cutters, holt wichtige Informationen für sein Team. Och, er setzt auch den Frag. Er ist nicht nur Ansager, er ist auch ein unglaublich guter Einzel... also ein starker Spieler, Einzelskillmäßig. Och, der macht... Sag mal... Okay, für Flan war low. Und trotzdem. Das tut mit der Mitte zählt. Splitten sie sich auch noch. Ne, Forrest schiebt mit. Spottet da einer Mitte, ist die Frage. Und Angel, vielleicht sogar die Chance auf 4K. Ist jetzt blind. Close am Tor. Okay, der war schwierig.
Gut gespielt von Nip, da nochmal B raus, Mitte raus. Da hat wirklich gerade niemand gedeckt. Die Lücke also gefunden. Parkrens hat Fox noch. Verspekuliert oder vermutet einen an der Neokiste. Da ist allerdings keiner. Smoked das Ganze auch ab. Und jetzt mit der Flash wird das hier reinziehen. Boah, und Fox. Oh, 32, 32. Noch so ein Quickshot. 4 Schuss. Reload. Messer. Oh, er hat's fast gemacht. Oder hat ihn sogar angeschlitzt? Ne, ich glaube nicht. Oh, es hätte fast gerade. Ja, wobei die Bombe wäre zu schnell getickt. Aber schon wieder so ein gutes Duell. Ah, was Fox da direkt schon wieder ins Noobback gibt, ist Wahnsinn. Schade, dass seine AWP-Schüsse dann vorbeiging. So, 6 zu 7. Letzte. Vorletzte Runde. Nip hat sich wieder gut rangekämpft. Dossier wieder mit seinem Move. Und das kann er nur spielen, weil er seine Smoke am Anfang wahrscheinlich so wirft, dass sie da wirklich in der im Eck liegt. Ansonsten wird es diesmal sehr B-lastig. Fox wieder kurz an auf diese Kiste. Angel jetzt am Schieben. Hilft da Fox. Wieder einen Flick setzen. Und das, dann meistens, das sieht man es auch, weil Angel immer dort, wo die Gegner sind. Und legt da sogar an. Oh, Dossier lang den gemacht. Forest. Kleiner Dossier. Ah, das war zu viel Risiko. Das war unnötig, dann nochmal zu fighten. Auch wenn man jetzt wieder die Überzahl hat. Beide Mittelspieler blind. Und sie gehen weh. Aber Adrian wichtig in der Mitte, kann aber nur einen machen. Und Kucher ist jetzt unter Bedrängnis, wird von zwei Seiten attackiert. Ist super blind. Und wieder ein 2-on-2. Das war nicht gut gespielt von Kucher. Ich meine, er sollte sich einfach verstecken. Vielleicht einfach vor das Plateau stellen und nur Loch ziehen oder so. Dann mit Glück. Oder einfach Cutters facen. Oh, und Angel setzt den Frag für Flan gegen 2. Wieder die Arme bei Fox. Kriegt Headshot im Flug. Oh, Flan macht's. Wichtig, Mann. Nip dreht jetzt langsam auf. Zumindest einzelne Personen. Vorhin Forest jetzt für Flan. Nip verkürzt auf 7-7. Haben jetzt sogar noch die Chance, die Halbzeit zu gewinnen. Nip, Virtus ist nicht gut ausgestattet. Ich habe nur Max 7s teilweise sogar gesehen. Aber Max 7 nur Farmers. Versuchen sie nochmal mit ihrem Split. Mit ihrem Push. Wobei, sie gehen nicht ganz rein. Aber Angel. Oh. Ah. Da waren es halt auch die Munition von der Max 7 alle. 5 Schuss hat die nur. Tja, Nip einfach nochmal mit einer erfolgreichen Runde am Ende. Also zwei schöne Comebacks in einer Hälfte. Wann hat man das schon mal? Oh, 8 zu 7. Jetzt mit der Pistol kann Virtus hier wirklich was reißen. Wenn Fox weiterhin so Schellen gibt, so unglaublich präzise mit AWP trifft, dann könnte es auf eine zweite Map gehen. Pistol wird hoffentlich direkt live sein. Keine unnötige Pause hier. Ja. Die Spieler wollen ja auch fertig werden. Oh, Pistol ist anscheinend auch besprochen. Oh, kurz ist komplett offen quasi. Ah, auch. Setzt zum Arsch mit an. Da gab es eine Flash von hinten. Get right. Sieht gerade alles. Und bekommt die Unterstützung. Die Gegenflash aber zuspielen. Was? Was? Er macht drei Hit. Er war doch. Sag mal.
Warum sehen die so viel? Oder kann er da... Alter, Nip. Alles Frags von Getright, die hier liegen. Die drei. Und er war blind. Unglaublich. Nip holt sich die zweite Pistole. Oh Mann. Sogar ganz gut gespielt da mit der Flash, aber ich glaube... Man ist nicht direkt rausgezogen. Sehr strange. Aber Getright darf da halt nie im Leben 3 machen. Dann sieht die Runde schon ganz anders aus, wenn er da nicht so lackt. Und ich finde viel... Da gehört schon sehr viel Lack dazu. Oh, Angel klärt einfach mal die Mitte. Und B ist einer drin. Und er macht sogar beide. 3 gegen 3. Aber wenn jetzt Dosia zum B kommen würde. Angel lebt halt immer noch am B. Oh, er macht den nur low. Tötet ihn nicht. Die Bombe ist da Element irgendwie down. Und er macht's gut. Bleibt zusammen. Geht kurz vor. Dosia keine Chance. Jetzt nur noch Angel. Ist das bitter. Aber warum... Ich meine, warum nimmt, wer war es, Angel? Er erklärt da halt einfach den B-Spot und seine Mates sind super weit weg. Das spricht dann eher dafür, dass es so ein einfach ein Random-Move war und nicht, hier, ich probiere mal was und wenn es klappt, dann kommt er einfach B, sondern irgendwie stand da jeder irgendwo. Er hätte auf jeden Fall locker die Runde machen können, wenn dann die Mates mitkämen. Direkter Kontakt und Xist steht dahinter der Smoke. Jetzt vielleicht eine Flash von hinten wäre perfekt. Aber die Nate müssen sie gesehen haben. Boah, schade, dass wird das jetzt sich das nicht getraut hat, mit einer Flash rumzugehen. Xist wäre da sowas von tot gewesen. Boah, überlebt er das noch? Gute Gegenflashes. Oh, er kann einen machen. Wir flanen über die Schräge. Oh, und Forrest auch schon da. Alle da. Nur noch zwei Würzespiele verbleibend. Nächster Headshot. Was es eben wieder gibt. Der zählt die Seite. Oh, da kann Angel auch nichts mehr machen. Alter. Wie gut sie diesen Go aufhalten. Da müssen die richtig gute Gegenfläche ist. Die von Xist kennt man schon, wenn man den Stream verfolgt hat. Xist hat die noch ein bisschen anders geworfen. Hier so eher an die Kante. Denn hier davor irgendwie explodiert. Auch nicht verkehrt. Kann man sich viele Varianten auf jeden Fall überlegen. Man wird das uns sparen. Schicken die Angel wieder Mitte. Oh, diese Deagle ist einfach so kacke. Hier 250 Volt easy und jetzt mit Diegel leider nur ein, zwei Hits. Schöner Tower. Oh, was macht Freeberg denn da? Forrest mit 27 HP, das ist gar nicht so viel. Ah, wer macht weiter? Jetzt kommt der Scatter, ist auch ein bisschen zu spät. Dosia will Mitte abfacken. Oh, Instant Retake-Versuch. Oh, schade, dass jetzt Base erst kommt. Wir konzentrieren uns gerade auf beide. Und Adrian legt direkt an. Bitte die Chance. Rosie ist bekannt. Instant Flash. Boah, so gut von Nip, wie sie das, wie sie da nicht noch warten, sondern wirklich die Situation ausnutzen. Sie wissen genau, wo er ist. Wissen, da kann er sich nicht unbedingt wegdrehen, kann nicht weg. Flächen drüber und direkt rein. Also, wie schnell die Spieler dann auch immer auf sowas reagieren, ist einfach, einfach Weltklasse. Zieht mir jetzt hier ein bisschen zu weit davon. Boah, Boost. Boost für Forrest. Oh, der kriegt Hit! Warum bin ich nicht auf Fox geblieben? Man nimmt schon mal nicht so aktiv wie Virtus. Legen hier einen etwas anderen Spielstil.
Aber Doppel-AWP habe ich so auch noch nie gesehen von Nip. Scheint ein kleines Special von ihnen zu sein. Also klar, Mitte wollten sie boosten, also klar, es ist ein Special. So, Freeback. Hat da keinen Support. Navi spielt mir das besser dort. Und er macht auch nur einen. Und Forest cut das, gute Smoke. Forest darf jetzt eigentlich keinen mehr machen und er ist vor B geschoben. Dossier gammelt Mitte ab. Man hat zwar die Überzahl. Okay, er kommt über Cutters. Och, der setzt einen in der Base. Unglaublich, wie Tiergefäck, aber jetzt nicht noch einfach zum Sterben. So, jetzt einfach weg. Gute Pose ist jetzt gefragt. Dossier Cutters. Adrian sollte wirklich nicht blind werden. Oh, holt sich mal mit Nate ab. Die er eigentlich gar nicht so hätte fangen müssen. Einer kommt noch über Cutters. Hört Dossier. Oh Mann, da steht es einfach zu kacke. Vor allem der Plateauspieler muss dann halt den Frag setzen. Oh, das wird es auch so ärgern. Ich meine, das hier hat relativ lange nach hinten gedeckt, hat dann nicht mehr mitgerechnet, dass einer kommt und dann war er schon hier raus. Dann muss er auf jeden Fall offensiver blocken, damit Fox sich da mehr aufs Tor konzentrieren kann. Schade, 13-7. Haben sie gekauft, ja. Lang nehmen sie einen mit einer Flash. Stark. Aber sehr viel Damage schon gefangen. Und auch Nip scheint zu reagieren. Nehmen B ein. Auch kurz. Also sie halten sich so stark auf. Das ist auch so klug. Sie blocken jetzt kurz und kommen Cutters. Also sie nehmen sie komplett in die Zange. Das hat halt Hand und Fuß, was sie da machen. Und da hat Virtus einfach auch doch noch jetzt eine Chance. Weil Freeback einfach vorgeht, ohne dass er irgendwie schon ein Goal bekannt war. 3 gegen 3. Frost kann die Base ausschließen und auch Cutters kann dann sagen, dass sie nicht B gehen. Sehr gut mal jetzt, dass Kuche über lang geht. Und das wird das entscheidende Duell jetzt. Zieht den AWP-Schuss. Er sollte noch ein bisschen warten. Boah, er schiebt zu seinen Mates. Habe ich da Forest? Ja, Forest in der T-Base. Und Adrian springt Base. Das könnte gut funktionieren, das funktioniert. Den zweiten kann er aufsetzen. Geiler Junge. Und Forest mit Ave. Das darf er nicht holen. Darf er nicht holen. Sehr schön. Direkt drauf gerannt, nachdem er einmal geschossen hat. Gut runtergespielt. Sehr, sehr starke Frags von Adrian. 8. Runde. Endlich mal wieder ein Lebenszeichen von Virtus. Nip muss instant sparen. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Krass. Klar, die Runden waren noch meistens knapp. Gute Arbeit geleistet von Virtus. Können sich jetzt damit echt nochmal ranspielen. Aber man muss sagen, so krass wie Adrian in 1-6 war, zu seinen besten Zeiten, so krass ist er jetzt auch hier schon. Bin ich sehr beeindruckt von ihm, nachdem ich am Anfang, sogar noch ein drittes Brett, nachdem ich am Anfang von ihm wirklich enttäuscht war, wie er so Sachen gehandelt hat, wie er so gespielt hat, hat auch nicht gut getroffen, aber was er jetzt macht, das kann sich mehr als sehen lassen. Hat ja auch genauso viele Punkte wie Getrad. Na, schon krass. Damage gesetzt. Dossier schiebt durch. Er hat es rechtzeitig noch gesehen, aber dann doch nicht rechtzeitig genug. Und Exist macht so geile Moves dann kurz. Adrian wollte da schon vorgehen, in der Annahme, dass er A außerhalb gedeckt wird. Ach, und wieder so eine Zerstörungsrunde. Ist das bitter.
Immerhin kann Virtus nächste Runde mal kaufen. Der 14-9 für Nip. Letzte Chance für Virtus hier. Das aus eigener Kraft. Oder was heißt aus eigener Kraft? Das ist über die reguläre Spielzeit eventuell zu gewinnen. Auch kein Hit. Verwundert mich. Diesmal ist für Flan da an kurz. Aber für mein Geschmack zu lange. War er wirklich zu lang? Aber es ist hält das Ganze. Kura mit Refact. Wieder Überzahl. Dosia lang. Kura schiebt vielleicht noch mit hin. So, Dosia kann er ansagen, dass sie sehr wahrscheinlich auf A oder unter A sind. Deswegen spielen sie jetzt auch den Go. Schön. Und der zweite ist auch bekannt. Der macht das einzig Richtige. Blockt lang. In der Hoffnung, da noch den Frick zu kriegen. Kommt er noch ums Eck? Er kommt noch ums Eck, aber muss da sogar so weit ums Eck kommen, dass er dann nicht mehr fällt. Mal jetzt einfach wegbleiben. Aber Fox gibt ihm den letzten Hit. Virtus wird zweistellig. 10 zu 14. Und Nip. Boah, sie kaufen halt. Das ist. Ey, wo andere Teams sparen würden, da kauft Nip zweimal von. So habe ich auch schon das Gefühl. Wollen ja also den Sack direkt zumachen. Ja, was ist zumachen? Das Draw holen, klar. Wenn sie die Runde holen sollten, wäre Virtus broke. Und dann haben sie das, den Sieg schon ziemlich sicher in der Tasche. Von daher, den Kauf. Der Kauf macht dann am Ende schon Sinn. Boah, er hat fast sogar noch den dritten gemacht. Ach, er hat ihm sogar einen Headshot gegeben. Wieder eine sehr starke Runde von Forrest. Fox mit einem schönen Move. Aiden macht ihn zwar, überlebt nur mit 2 HP. Überlegen wäre super wichtig. Boah, wie cool der Molly da. Oh, der brennt sogar runter. Das war so nicht gedacht. Deiner rein. War da blind? Nip holt sich das Draw. Oh Mann. Wichtig wenigstens noch, dass man die Bombe legen konnte. 1-5. 2-3. Mal schauen, wie viel Angel jetzt hat. 2-2 sogar nur. Also 1-4 plus 800 macht 2-2. Sehr wenig Geld am Start bei Virtus. Oh, das ist einfach so schade. Hoffen mal, dass Virtus jetzt hier nochmal schöne Runden zeigt. Vielleicht sogar noch in der Overtime drängt. Schneller Kurzgo. Von Headshot Xist wieder in der Smoke. Oh, die Flash kommt aber zu spät. Beziehungsweise explodiert hinter ihm. Aiden, der letzte gegen 5. Kann er hier legendär werden? Ich glaube nicht. Er stirbt. Nip gewinnt den TechLabs Cup 2013 in Russland, Moskau im Mega Shopping Center mit 16 zu 10 nach einer Map. Sie brauchten ja auch nur diese eine. Virtus hätte eine gewinnen müssen, um es auf eine zweite zu drücken. Haben sie leider nicht geschafft. Es war aber ein schöner Start. Die erste Hälfte war wirklich geil. Die zweite einfach zu nippig. Schade, dass Virtus hier verloren hat. Ich habe mir echt sogar eine Map gehofft, erhofft. Hätte nicht sollen sein. War ein ganz ansehnliches Turnier auf jeden Fall. Ich danke euch auf jeden Fall alle fürs Einschalten, vor allen Dingen die, die heute Morgen schon mit am Start waren.